Fassungslose Gesichter bei den Spielern des DAHV waren das Resultat eines Derbys am vergangenen Samstag. Auch DAHV-Trainer Georgi Sviridenko wirkte entsetzt und das lag nicht nur am Ergebnis des Spiels gegen Anhalt Bernburg. Vor allem diese Szene, Sekunden vor dem Ende der Partie, sorgten bei ihm auch im Nachhinein noch für Kopfzerbrechen. Ohne Rücksicht auf Verlust hatte Bernburg Schitschinski mit einer rüden Attacke gegen Rudo den Sieg für Bernburg über die Zeit gerettet und Dessaus Spielmacher dabei am Knie verletzt. Zwar sei nichts kaputt gegangen, wird Dessaus Trainer in der Mitteldeutschen Zeitung zitiert, hinter dem Einsatz am Mittwoch beim so wichtigen Spiel gegen Aue steht aber ein großes Fragezeichen. Zur Erinnerung, am 12.09. führte der DAHV gegen den damaligen Tabellenführer aus Aue bereits 19:14, als ein Unwetter die Elektrik der Fenster lahmlegte und es in die Halle hagelte, was dazu führte, dass das Spiel abgebrochen werden musste. Die Fenster sind immer noch offen und der Boden wird nicht trocken. Wir brechen hier mit dem Spiel ab. Seitdem ist viel passiert. Zwar steht der DAHV auf Platz 3 direkt hinter dem EHV, aber der hat ein Spiel weniger und zwei Siege mehr auf dem Konto. Um überhaupt noch an den Aufstieg zu glauben, muss der DAHV am Mittwoch gewinnen, ob mit oder ohne Rudo. Nur gegen Aue. Im Zeichen, dass wir zu Hause auch wieder gewinnen können und dann das wieder gut machen. Ja, da muss auf jeden Fall zwei Punkte her.